Ja, Lebchen. Oh, echt? Ja, da kümmere ich mich drum. Und das habe ich vergessen. Okay, ja, das muss ich auch machen. Okay, du, wir müssen wieder Schluss machen. Schön, dass du angerufen hast. Gut, dass du so dabei bist. Also, hi, schön, dass ihr dabei seid beim Let's Play. Euer Systemstreuner hat sich gerade noch bei der Parteizentrale hier informiert. Es sieht folgendermaßen aus. Aber bevor wir auf die harten Themen eingehen, sieht es nicht fantastisch aus, unser roter Stern hier. Der ist doch richtig hübsch geworden. So, also, der Lepin hat mir Bescheid gesagt. Der Lepin hat gesagt, hey, bevor du aus der Pause gehst, guck mal auf die Zahl. Wir haben genau gespeichert, als wir 3500 Einwohner haben. Ist das nicht ein Zufall? Ja, aber darum ging es ihm nicht primär. Er wollte mir wieder sagen, was sie falsch gemacht haben, ja. Ja, er passt auf und ich finde das super. Und jetzt lassen wir erstmal laufen und dann wissen wir auch, wie viel Menschlein so in einer Folge reinkommen, wenn ich nicht den Turbogang wähle. Einfach, dass wir mal ein Gefühl kriegen, was kommt da in einer halben Stunde so. Also, der Lepin hat gesagt, Streuner, du Bob, du hast da hinten kein Personal reingegeben. Die Baustelle muss laufen. Natürlich kriegt die Personal und ich will auch benachrichtigt werden. Das habe ich gemacht. Ich habe auch kein Personal drin gehabt. Da hat das Baubüro 6 gefehlt. Das haben wir gemacht. Dann sollte ich nach meinen Straßen gucken. Da möchte ich Benachrichtigung haben. Die ist ja schon fast fertig, dass wir da weitermachen können. Weil die Bauaufträge, die sind jetzt ziemlich schmal, wo gerade noch laufen. So, was hat er denn sonst noch gemeint? Ja, er hat gemeint, bei 3500 Einwohnern, jetzt sei mal nicht so. Sei mal nicht so geizig und bauen Rathaus, ja. Da habe ich mir Gedanken gemacht. Eigentlich wollte ich da vorne ja die Geheimpolizei so hinsetzen, dass sie hier schön sneaky rumfahren kann und ihre Überwachungstechnik überall installieren kann. Aber da habe ich gedacht, die Jungs, die will ich lieber an ganz kurzem Weg zu mir halten. Ich denke, die packe ich hier hin. Ich will die Buddies einfach hier im Haus haben, dass ich da einfach mal aus dem Fenster rüberbringen kann. Hey, wie sieht's aus? Gibt's was Neues? Und ja, ist besser. Und die vom Rathaus, ja, die. Sollen wir da vorne die Statistiken erstellen, das ist in Ordnung. Also, wir geben das Rathaus in Bau. Dafür muss ich es eben mal suchen. Da ist das Rathaus. Wir nehmen einfach mal das Standardrathaus. Vielleicht ist es ja ein wunderschöner Komplex. Und ich hoffe, dass der hier reinpasst. Ich weiß nicht, ob das tut. Ich hoffe es natürlich. Da muss ich mal eben in den Streunerschen Zoom-Modus gehen und gucken, wo die roten Pünktchen sich verstecken und wo es hakt. Okay, so geht's schon wieder nicht. Ja, dann machen wir das doch genauso. Genauso hauen wir das dahin. Aber ich glaube, ich will keinen Lämpchenweg, falls da einer ist. Ist kein Lämpchenweg, okay. Ja, warum sollten doch Lämpchen dran sein? Da darf kein Bus ranfahren. Gut, das stört mich auch nicht. Wo ist das Busschild? Da ist eins. Habe ich das jetzt weggeratzt? Da ist ein Busschild. Wo ist mein zweites? Oh, es steht noch. Nicht, dass ich es wie Streuners Baum fälle. Das wäre ja echt fatal. Also, wir bauen das hier. Wir lassen uns benachrichtigen, wenn es fertig ist. Und dann ziehen wir unser Rathaus hoch. Ich denke, die Ressourcen müssten lang. Wegen Häuser. Ja, da haben wir ja noch nicht den Einzug gestattet. Ich würde gerne einfach die Folge noch abwarten, wie viel hier noch einziehen. Sonst habe ich jetzt da zwei Balanced. Und ihr wisst ja, ich bin schlecht im Kopfrechnen. Dann weiß ich nicht, wie viel noch frei ist. Ja, jetzt wissen wir hier, da ist fast die Hälfte belegt. Aber halt nur fast. 7 neue haben wir schon. Das kriege ich noch in den Kopf. Okay, was hat er mir sonst noch so gesteckt? Pumpe haben wir, Straße haben wir, Rathaus haben wir. Ja, dann hat der Lebin mir halt nichts mehr gesagt. Dann, keine Ahnung, also ich gehe mal auf den Balkon und ihr guckt euch hier irgendwo was an. Nee, Spaß beiseite. Könnte ich machen, aber nein. Wir bauen hier weiter. Wir haben ja das da schön gebaut. Ja, hier drüber habe ich schon die ersten Feedbacks. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Hat es jetzt noch nicht so eilig. Ich werde, wenn die Straße fertig ist, hier so einen Matschweg rüberlegen, genau an den Punkt hier ran. Den können wir auch schon vorbereiten, dass wir dann gleich andocken können. Wir verbinden die beiden zum Bauen, dass man da rankommt. Und dann ziehen wir uns den hier einmal schön durch die Walachei rüber. Und ich würde dann vorher die zwei noch connecten und genau an der Stelle dann den Matschweg ranführen. Und dann bauen wir einfach schon mal das lange Riesenstück hier
lang ist das eigentlich? Und wieso sind da vorne Baustellen? Hat denn Streuner nicht aufgepasst hier und hat noch Notes drin gehabt? Heide Bimbam, die Notes müssen raus. Den auch. Ich will, dass die von vorne bis hinten durchwalzen können. Okay, da ist der Anfang. Das sind halt mal schwind 700 Tonnen Kies, ja, und 520 Tonnen Asphalt. Und der Streuner, ich weiß nicht, ich habe eine 8-6-Schwäche. Also ich habe ja in der letzten Folge hier irgendwie so gedacht, hä, warum ist es nicht mehr geworden, als ich die verbunden habe? Das wird doch immer mehr. Ja, als ich es mir selber nochmal angeguckt habe im Video, habe ich gesehen, es war einmal 62 Tonnen und einmal 82 Tonnen. Ja, wahrscheinlich ist mein Bildschirm einfach zu klein. Ich habe nur so einen kleinen 17-Zoll-Streuner-Bildschirm mit 2K. Und da ist es alles nicht mehr ganz so riesig. Wenn ihr das natürlich auf der dicken Leinwand seht, dann habt ihr natürlich viel mehr da drin. Aber die Forschung gucken, da geht's auch bald weiter. Ja, und wir haben schon 12 insgesamt. Was macht unsere Pumpe? Die müsste doch schon bald laufen. Ja, ja, ich denke, ab, ich sowas bauen. Ja, ja, Streuner geht schon arbeiten. Die Ecke ist erstmal für mich fertig geplant. Man könnte hier noch... Na, was halt noch fehlt, ist hier die Verbindung auf die nächste Ebene für Einbahnstraßengeschichte. Und das gleiche haben wir auch bei der Brücke hier. Einmal schön die Einbahnstraßen. Verlängerung machen. So. Ja, dann können wir ja... Na, ich will nicht darüber machen. Dann können wir mal überlegen, wie die weiter verlaufen könnte und wo sie hingehen könnte. Und dass sie uns nicht im Weg ist. So, hier... Ach nee, 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 nee. Bevor wir da was machen, müssen wir erstmal hier die Bahn planen. Einmal bitte die Bahn planen, ja. Das wollte ich ja noch schön zusammen machen, aber ich... Wenn ich mir die Winkel so angucke, wie das da rauskommt und das da rauskommt, dann möchte ich mal was probieren, ob das so tut, wie ich mir das vorstelle. Also ich gehe hier erstmal ein bisschen gerader hin, so. Und mit dem hier auch. Und dann fahre ich hier rein. Also ich denke, da kann ich euch halt mal irgendwann cool an dieser Stelle erklären, wie die Signale eigentlich tun. Herr Streuner, was machst denn du da? Wer hat denn dir jetzt schon wieder... Jetzt glaube ich es wieder nicht mehr gerade. Ich will sie gleich lang haben. Bitte, bitte gleich lang. So. Also erstmal hier reingehen. Streuner, weniger pabbeln, mehr konzentrieren. So, einmal hier so rein. Das ist die klassische Kreuzung. Aber ich möchte daraus eine Kombinationskreuzung machen. Irgendwas habe ich doch jetzt wieder verbummelt. Ach, da ist der Weg enger. Ja, dann geh halt ab hier. So. Ja, aber jetzt sieht der da nicht schön aus. Vielleicht können wir den versetzen. Einmal den da weg und einmal den hier oben dran. Jetzt hat es doch schon wieder ein bisschen was. So. Jetzt überlegen, wir kommen hier raus. Dann möchte ich einfach... Wo ist denn die Flucht? Hier circa. Na, das möchte ich nicht. Nee, so. Dann würde ich jetzt gerne direkt hier anschließen. Ist der Bogen... Muss ich hier den Bogen enger schnallen? Na, ist er jetzt zu lang? Eieieiei. Jetzt mache ich es wieder krumm ab. Streuner, 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 was machst du hier denn mal? Ja, der will den Bogen. Ach komm schon, bis hierhin hätte er den Bogen gepackt. Ja, dann fahren wir es ein bisschen rüber. Ich möchte hier einfach eine etwas andere Kreuzung basteln. Ich habe ja schon gehört, irgendwie findet ihr das Kunstwerk cool. Also, an der Autobahn. Hier komme ich jetzt so da dran. So will ich dran fahren. Und genauso will ich da jetzt auch rausfahren. Am besten bis hier. So. Aber jetzt möchte ich auch von hier nach da kommen, um Pflanzen von dieser Grenzstation zu holen. Der Vorteil ist, dann ist nur die geblockt und ich habe die da vorne komplett frei. Ich glaube, der Ankerpunkt war nicht so optimal. Das muss ich gerade nochmal schauen. Eigentlich würde ich es gerne lieber von hier machen. So.
Genau, jetzt sieht es eher nach dem aus, was ich mir vorstelle. Auch wenn jetzt hier der Abstand ein bisschen größer geworden ist. Und bevor ihr jetzt in die Kommentare schreibt, Boiner, da passt kein Signal dazwischen, was machst du? Das geht doch so nicht, das geht nicht, hör auf damit. Doch, ich zeig's euch. Ich denke, das geht genauso. Ich habe nämlich ziemlich viel geschwitzt, als ich meine ersten Bahnstrecken gebaut hatte und mit den offiziellen Guides da. Ja, ich habe sie alle versucht zu befolgen und es hat alles nicht funktioniert, wie ich wollte. Die Züge standen, da war kein Flow drin. Und hiermit, denke ich, kann ich euch eine relativ coole Geschichte zeigen. Und ich baue es extra so, dass ich es hier nicht fixen kann, weil ich so überzeugt davon bin, dass es richtig funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also, da kommen keine Signale rein. Verkneift euch die Signale, die Kommentare hierzu bitte. Bis. Ja, genau, bis. Bis halt. Bis das hier fährt und dann zeige ich es euch. Bis dahin, vergesst es einfach. Nicht drüber reden, okay? Der Streuner denkt, er weiß, was er tut. Lasst ihn machen. So. Dann möchte ich hier gern... Ja, da könnte halt schon mal was fahren. Oh, unser Geld wird immer mehr. Wir haben aber noch keine Benachrichtigung, dass die Pumpe fertig ist. Ja, möchte ich da jetzt so rüber? Arr. Mal schauen, so sehe ich ja nicht, wie krumm ich bin. Streuner, komm. So, wo will ich denn hin? 9 Meter will ich hoch, genau. Armer drüber. Und dann mit Karacho zum Entladen da rein. Ja, wenn ich das so baue, dann kriege ich hier den Wechsel nicht hin. Da funktioniert der Wechsel so nicht. Dann müsste ich den hier hinsetzen. Ist das im Sinne von mir? Wir können auf jeden Fall den Matschweg mal korrigieren. Der muss da eh weg. Dieser kleine Matschweg. Ja, also er muss nicht jetzt weg, aber ich habe mir einfach überlegt, den knall ich jetzt fest ran und dann ist Ruhe mit diesem Matschweg. Wir machen den hier weg. Wir gehen wieder auf unseren Angriffspunkt hier und ziehen den uns hier einmal raus. Machen wir eine enge Kurve ums Eck rum und dann gehen wir hier direkt neben dem Haus rein. So, so wie ich ihn haben und dann ist er. Sitzt er jetzt vorne dran? Ja. So wie ich ihn haben. Den Weg mal bitte bauen, liebe Maschinchen. So. Ja, hier fehlen mir jetzt halt wieder ein paar Millimeter Grad. Mal schauen, wie weit ich kommen würde, wenn ich da den Wechsel noch reinkriege. Aber vermutlich sitze ich dann hier und dann wird es ganz knapp hochzukommen. Aber das probiere ich jetzt. Dafür mache ich auch nur das letzte Stückchen der Brücke mal weg. Und guck, ob hier noch irgendwas geht. So. Versuchen wir es nochmal gerade eben. So. Also, da brauche ich sie auf jeden Fall wieder. Ja, schaut mal. Ich finde das so schade. Warum kann ich jetzt so weit weg erst die Signale hinsetzen? Das nimmt mir einfach unnötig den Platz weg. Das ist die engste Wechselweiche, die hier hinpassen kann. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Da wäre das nächste mögliche Signal. Dann machen wir mal. Jetzt wird es wieder krumm und schief. So, machen wir es mal so weg. Bis da zum Signalpunkt. Aber das ist ja auch wieder doof. So. Weil dann haben wir ja kein Signal mehr. Ich will aber das Signal haben. Ich möchte es nicht wieder oben setzen, so. Und von da fangen wir jetzt schön die Brücke an. Wo ist meine Brücke? Einmal hier anfangen. Bis wo ist ein 6 Meter? Hier. Dann mache ich ein Teilstück. Ich ziehe es hier auf 6 hoch. Und
dann gehe ich erst so auf 9, dass ich rüberkomme. Also 9 allein langt nicht. Ich glaube, man kann das auch noch feiner justieren irgendwie, dass man in Meterschritten lang geht, aber das ist jetzt nicht nötig. Das wird jetzt halt... Moment, kann ich den... Ne, mit Mausrad war nicht. Ich glaube es... Oder war das Skylines? Ich weiß nicht. In irgendeinem Spiel, da konnte man, wenn man irgendwas drückt, das dann feiner einstellen. Wo wollen wir hin? Da eigentlich. So. Ob das jetzt so passt? Oh, abenteuerliche Ansicht, sage ich euch. So. Den einen hoch. Hä, warum muss der denn jetzt bis hier? Ja, da haben wir wahrscheinlich einfach einen leichten Höhenunterschied vom Gefälle her. Dass es jetzt das rausreißt. Wo ist denn jetzt hier Höhenlinien? Ja, die sieht man ja im Schnee ja wieder, Wunderbärchen. Eigentlich sieht es gleich hoch aus. Aber wenn das so tut, ich sag mal, für den Betrachter aus der Ferne sieht diese Knickschief... Brücke, ja, weiß nicht. Also, das ist kein optisches Meisterwerk, das ist mir auch klar, aber ich krieg sonst nicht den Wechsel rein und ich will so schnell wie möglich wieder runter, dass ich hier einbiegen kann. Und am liebsten will ich hier noch... Ja, nee, das ist eine Spur, da kommt keiner mehr dazwischen. Wahrscheinlich kriege ich hier jetzt auch keine Notes raus, aber das wollte ich mal probieren. Nee, die sitzen jetzt da fest. Haben wir hier noch Notes? Planen wir es mal. So, da ist ein Note und hier ist ein Note. Das passt soweit, das passt auch soweit. Oh nein, wir haben Post. Der Streuner hat's verballert, wir haben Post. Ja, haha. Ja, der Baum ist fertig, oder was? Nee, das ist, wenn wir uns die Straße so angucken und davon den Mittelpunkt berechnen, dann wäre der wahrscheinlich da. Also eine von beiden ist fertig. Die erste, okay. Wenn die erste fertig ist, dann können wir hier den Weg dran machen. Jetzt muss ich aber noch... Was ist jetzt fertig? Die Pipeline. Okay, dann muss der Weg jetzt kurz warten. Pipeline ist fertig. Wir haben auf... Der steht auf Import am Anfang. Wir stellen ihn auf Export. Sonst läuft die Geschichte nicht. Der blickt es nicht, dass man das richtige Rohr nimmt, glaube ich. So, und jetzt sehen wir, wie alles hier schön zusammengefasst rausgepumpt wird. Jetzt muss ich nur meinen dicken Tanker irgendwo einfangen. Der entlädt nochmal und dann kommt er in seinen neuen Raum rein. Darf schaffen. Das Coole ist halt, wir haben dann Instant Kohle. Ja, ich möchte den Tanker einsammeln. Ja. 53 Tonnen. Leider kann mich niemand erinnern. Wir sind hier ja nicht bei Twitch. Wie rum war das? Die Straße geht da hoch. Okay. Ja, links und rechts. Einbahnstraßen. Da hat der Streuner eine leichte Schwäche hier. Auf der Straße kann er's. Und hier. Da muss er manchmal ein bisschen nachdenken. So. Also ich verbinde die mal hier so, wie ich es mir vorgestellt habe. Einfach, dass ich weiß, wo es sitzt. Das sind schon einzelne Stückchen. Dann kommt jetzt hier der Matschweg dazwischen. Zwischen den Nodes. Ich dachte, das ist exakt gegenüber, aber dann ist es halt so. So, Matschweg dran. Und dadurch können wir jetzt hier hinten sagen, Baumannlebes Baubüro. Und die fahren jetzt bis hier vorne hin. Bis hier. Und ich ziehe jetzt eben auch noch hier die Einbahnstraße. Oh, nein, ich muss den Tanker jetzt wegschicken. Der soll nicht mehr tanken. Hab ihn jetzt schon verbummelt. Wo ist er? Tanker, wo bist du? Nee, er kommt gerade raus. Okay. Danke. Du hast einen guten Job gemacht. Ich danke dir und du kriegst gleich den nächsten Job. Aber erst will ich da vorne das mit der Baustelle regeln. Fahr zu deinem neuen Depot. Straße beendet. Oh, das war jetzt hoffentlich nicht die wichtige. Müsste ich schön zum Rathaus gucken, ob das jetzt auch schon fertig ist. Rathaus? Rathaus? Nee, Rathaus, hä? Warum baut Rathaus nicht? Die Bau wurde unterbrochen, habe ich den nicht beauftragt? Doch, habe ich. Kies ist ja schon da.
Oh, ich habe keine Menschen dazu gegeben. Sorry, jetzt kann es losgehen, liebes Rathaus. So, wo war ich denn hier? Ich wollte noch die Einbahnstraße weiterführen. Und ich wollte jetzt... Oh, oh, oh. Ja, ich muss schon in die Pause gehen, sonst fahren hier die Baustellenfahrzeuge schon drauf. Und dann ist Galama. Einmal ab dem Punkt hier Einbahnstraße, bitte, dass es gleich von Anfang an geregelt ist. Es wäre jetzt nicht notwendig, aber die Sache ist halt, sobald ihr Verkehr und Traffic drauf habt, wird es kompliziert. Und dann kriegt ihr die Notes hier nicht mehr einfach raus, so wie ich jetzt hier. Fahrzeuge auf der Straße. Ja, genau, das ist das Problem. Kriege ich den so? Da ist noch eine Verbindung, okay. Die muss ich gleich auch ausmachen. Jetzt müssen wir eben kurz in der Pause bleiben. Auch wenn wir dann nicht wissen, wie viele neue Einwohnerchen wir kriegen. Weil der Streuner in der Pause ist. So. Jetzt will ich diesen Flicken hier raus haben. Da. Und da darf ich mir nicht wieder die ganze Straße dabei abreißen. Das wäre extrem doof. So. Der Node ist weg. Stücke verbinden. Wir hatten Glück, er ist draußen. Okay. Sehr schön, Straße ist freigegeben. Ihr dürft, Jungs. Ja, die Sache ist, wenn ihr hier irgendwo Nodes drin habt, dann sagt das Spiel immer, wenn ihr die rausklicken wollt, ah, das sind Fahrzeuge auf der Straße, Fahrzeuge auf der Straße, ja. Und mal ganz ehrlich, wie soll ich hier noch einen Node entfernen? Da ist immer irgendwo jemand unterwegs. Deswegen wollte ich jetzt, bevor die Baustellenfahrzeuge hier rausfahren und die Schneeschieber und was weiß ich wer, dass die Nodes hier sauber sitzen da vorne. Und deswegen habe ich es gleich bis hier zur Einbahnstraße gemacht, weil ihr kennt mich ja. Dann ist das fertig gebaut, dann wird da was gebaut, dann wird hier was gebaut, irgendwas wird immer gebaut und dann sind da immer Autos da. Ach. Ja. Wir können... Ja. Wir können auch das da schon mal dran machen. Dass man einfach da ein bisschen mehr Vorstellungskraft kriegt, wie das tut, auch wenn ich euch das durchaus zutraue. Da kommen wir raus, das heißt, hier müssen wir... Ich möchte gerne auch wieder so circa gleich rauskommen. Da müssten wir so dran und hier müssten wir dann eigentlich so wieder zurück rein. So. Und das ist jetzt auch ein Stückchen. Ja. Also wenn's Go kommt, ihr möchtet das Ding, dann wird hier alles losgetackert. Dann können die alle loslegen, dann können die loslegen, können die loslegen und danach können die ganzen Brücken konstruiert werden. Das kostet halt auch. Das frisst Geld und es kostet so. Forschung fertig. Wow, und ich habe voll falschen Knopf gedrückt. Dann machen wir doch gleich mal hier. Seht ihr, wir können die Auslandspipeline wieder erforschen. Ich muss mal eben pausieren, weil ich weiß gerade nicht, warum der OPEC-Dinger da nicht da ist. Der müsste doch jetzt kommen. Wo ist denn hier mein Öl? Ach so. Dafür tue ich extra einmal das dann nochmal mehr erforschen, weil ich es ja gebaut habe. Und dann kann ich das da erforschen. Ja, dann machen wir gleich nochmal eine Pipeline. Ich bin gespannt, ob dann wieder ein Pipeline-Slot weg ist und ich für die zweite Pipeline schon wieder einen erforschen muss. Aber schauen wir uns mal eben an, wie es Öl jetzt läuft. Die haben da hinten jetzt erstmal ein bisschen zu tun. Wir gucken gleich nach unserem Rathaus. So. Was macht unser Öl? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt auch sowas wie Durchfluss hinkriege. Wasserdruck ist es ja nicht, Heißwasser ist es auch nicht. Wir haben minus 16 Grad, hoffentlich friert keiner. Seid ihr happy, Jungs? Friert einer? Guck mal nachher, wenn die Zeit noch langt. Öl vielleicht, Treibstoff, Öl. Ach nee, da sieht man nur, wie viel drin ist. Das ist ja cool, da sieht man Lagerstände. Ah, wie viel Treibstoff hast du, Junge? 11,2. Hey, ich habe so viele Spielstunden gemacht, ich habe das noch nicht gesehen. Da guckt der Tank gerade raus, dass er schieben kann. Warum tankst du da? Du hast doch was. Habe ich dir keinen Sprit gegeben? Oh, warum hast du keinen Sprit? Lieber Zoll, warum hast du keinen Sprit? Und dass das keinem aufgefallen ist. Eieieiei. Einmal. Das müssen wir gleich fixen. 45% geht in den Rhein. Also bitte macht mir 45% in den Rhein.
Ich glaube, jetzt erinnere ich mich. Ich habe irgendwas gesagt. Ja, ist ja noch nicht Winter und hin und her. Bis dahin machen wir schon. Ja, Streunerchen. 3 Jahre sind vorbei und du machst es nicht. So. Was geht denn hier? Die Armada der Kieslaster und die Armada der, der Motten? Nee, Motten sind gerade nicht dabei, glaube ich. Ja, die holen jetzt halt alle hier übel Kies. Und Kies, das dauert halt und besteht. Und die einen holen Pflanzen, die anderen holen Kies. Also wir können uns ja mal so einen Marker irgendwie setzen, dass wir jetzt schon mit Staub bis hier gekommen sind. So geistig bis zur Mitte, bis zur Mittellinie hier. So, zack. Mal sehen, wann wir einen größeren hinkriegen. Hier oben stört er mich auch nicht, aber unten beim Personal würde er mich stören. Ist es nicht göttlich, wie die jetzt da alle reinfahren und es losgeht? Oh, ich lasse mich so schnell ablenken. Sorry, Jungs. Wir wollten ja gucken, wie das mit dem Öl aussieht. Also wir sehen nur, wie viel da noch lokal drin ist. Aber das ist okay. Das ist halt ein minimaler Puffer, der immer dann weggenuckelt wird von dem Ümchen hier. Da geht alles rein. Hier sehen wir quasi die summierte Zahl, was gerade durchläuft. Die gleiche Zahl sehen wir auch hier. Nur wahrscheinlich leicht versetzt, weil das Öl hier erst durch die eine und dann durch die andere Pumpe fließt. Ja, erst hier und dann da. So irgendwie, so wird das schon gehen. Und hier können wir später die Ausgänge priorisieren. Und das fließt direkt einmal zack Richtung Grenze raus. Das ist hier. Und da sieht man, in der Grenze ist nichts mehr drin. Habe ich noch was Cooleres, um das anzuschauen? Gebäudeverbindungen. Also da muss ich, das gucke ich mir mal ganz in Ruhe offline an. Da gibt es wahrscheinlich noch eine Menge Zeug. Aber ich sehe jetzt nichts, wo ich hier sehe, wie viel. Wobei vielleicht mit unter der Erde und dann mit diesem Öl. Nee. Also vertraut mir, das funktioniert. Alles wird rausgepumpt. Wir sehen, die sind leer. Die schaffen jetzt alle auf Vollgas. Die können auch nicht mehr. Und jetzt können wir auch sehen, wie viel Strom das Ding da frisst. Ja. 10% seiner Leistung macht er gerade so. Also ihr könnt ja 2,3 Megawatt. Ja, das finde ich jetzt eine schicke Sache. Gerade auch, wie sollen wir denn jetzt Öl verkaufen? Oh, wir haben neuen Marker. Einmal bis hier den Stau, bitte. Ja, du bringst jetzt halt den Sprinter hoch. Das ist okay. Jetzt kann ich doch auch hier die Spritlieferung rausnehmen, oder? Ja, der braucht doch keinen mehr. Zoll 1 Tankstelle. Zoll 1 Tankstelle. Hier. Da, dich nehmen wir mal raus. So. Lass nicht aber mal noch stehen. Schauen wir mal, ob die noch leer genuckelt wird, dass wir den kostbaren Treibstoff nicht vergeuden. In den Menü hier können wir jetzt dazu auch noch was Schönes sehen. Einen Moment. Wir sehen jetzt quasi das Öl live raustickern. Das ist genauso wie Stromkosten. Seht ihr ja, da gehen die Tonnen hoch. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die Schwankungen, kommt LKW nicht, gibt es Stau an der Grenze oder irgend sowas. Nein, wir haben jetzt einen konstanten Ölfluss und quasi so ein bisschen Basissockel, was hier dann reinfließt. Ich finde das so viel cooler, als wenn das jetzt immer mit dem Laster hier über Jahre hinweg raustransportiert wird. Und dann laufen die Pumpen nicht konstant. Und so können die Vollgas geben bis zur Sanierung. Bis sie aus dem letzten Loch keuchen, können die da Gas geben. So. Ich würde gerne, also das ist jetzt halt eine Menge. Also wer von euch mal Bock hat, das auszurechnen? Dafür will ich jetzt nicht meinen Taschenrechner holen. Wenn wir hier sagen 600... 94 Tonnen Kies und hier 693 Tonnen Kies. Also die zwei zusammen. Beziehungsweise einzeln rechnen. 25 Tonnen packt ein Kieslaster maximal. Der kann nicht auf beide Baustellen fahren. Die da hier. Wie oft muss der an Baustelle 1 und Baustelle 2 fahren, dass da alles hinkommt? Ich bin mal gespannt, wie lange das braucht, bis die diese enorme Menge, ich glaube von 1200 Tonnen circa darüber schaffen. Würde mich einfach mal interessieren. Wenn nicht, dann lass es sein. Ich finde es cool. Ich bin da gern so halt so ein Nerd. So ein, oh, wie lang braucht es genau? Woran liegt es? Wo hakt es? Und ja, da habe ich Monk, da habe ich Nerd, da bin ich Freak. So in der Richtung. Und wir sehen hier auch den Preis dran stehen. Den können wir uns ja mal merken. Vielleicht wird es billiger, vielleicht wird es teurer. Aber es soll der gleiche Preis sein, der hier irgendwo dann kommt. Finde ich super. Der erste Stau ist weg. Die ganzen Laster kippen jetzt da unten irgendwann.
Ja, die fahren schön im Abstand, wie sie aus der Zollstation rauskommen, darunter. Ich sag, wir haben gerade einen finanziellen Puffer. Eben mal nach der Baustelle gucken. Es kann ja nicht sein, dass die so lange für den Furzweg brauchen. Ey. Ah ja, gut, der Personalbus, der stand jetzt halt vermutlich auch im Stau. Warum kommt da eigentlich kein Personal? Hä? Ich hab doch Baubüro 6 dazugegeben. Habe ich mich so bumm daneben verklickt oder was? Also, das gucke ich mir nachher nochmal an. Das kann ja echt nicht sein, ey. Ich will mit dem Rathaus anfangen. So. Jetzt ist es dabei und jetzt kommt auch der Bus. Irgendwas muss ich da falsch getrieben haben. Und da wir jetzt einen finanziellen Puffer haben, würde ich jetzt gern das erstmal in das Wichtigste investieren hier bei uns. Den Sprit. Und deswegen rechne ich jetzt mal aus, wie viel dieser schöne 105-Tonnen-Tanker hier reinpacken kann. 1500 Tonnen gehen rein. Das habe ich leider jetzt nicht in meiner Excel. Und der kann 105 Tonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. 105 Tonnen geteilt durch 1500. Dass unser lokales Spritlager maximal befüllt wird. 7% kann er genau mit einer Tour machen. Ja, das wird teuer. Aber das gönne ich mir. Ich guck mal, ob wir das so packen. Ansonsten müssen wir den auf Pause setzen. Wir sagen, wir holen hier den Sprit. Und der kann jetzt hier mal schön hin und her tuckern. Und sobald da ein bisschen was drin ist, stelle ich die 200, müssen die nicht mehr hochfahren. Er hat jetzt nichts mehr zu tun. Früher oder später will ich es eh machen. Weil Raffinerie, wie gesagt, das ist irgendwo da hinten. So, einmal die Pause, einmal da rein. Und einmal entladen und einmal, einer rechne richtig im Kopf, das müssten 93% sein, ja. Einmal das Benzin. Was mache ich denn hier? So, beim Zoll, beladen Sprit, hier entladen Sprit und da bitteschön 93% rein. Dann ist er rappelvoll. So. Jetzt sehen wir gleich mal, wie viel der Kontostand droppt, wenn der hier einmal 105 Tonnen Sprit rauszieht. Jung, ich hoffe mal, der macht uns nicht mit einer Tour pleite. Ich will einfach mal wissen, wie viel kostet eine Fahrt. Der fährt ja gemächlich vor sich hin, der tankt ewig. Wir können ihm auch ein bisschen Stoff noch geben, dass er ein bisschen schneller tankt. So, ein bisschen schneller tanken. Ja, okay, das hält sich ja noch im Rahmen. Das ist ja noch vertretbar hier. Ja, das zieht halt. Aber okay, eine Tour 11.000 Tonnen, also... Ja, das ist halt zwei Lastwagen Stahl. Der dreht seine Tour und dann stellen wir danach die lokale Versorgung um. Ich bin begeistert, dass das jetzt hier so reibungsfrei funktioniert hat, auch wenn wir wieder kurz vom Kredit vorbeigeschnappt sind. Apropos Kredit, der ist weg. Wir haben keine Schulden mehr abzutragen. Wir können jetzt loslegen. Und die Baustelle hier oben. Ja, da kippen die halt fleißig. Aber die fangen an der falschen Seite an. Also das, ich weiß nicht, mich stört es nicht, aber der wird jetzt darüber gebeamt, haut da hinten den Kies hin. Können uns das ja mal angucken, wo sie gerade sind. Und dann beamt er sich zurück aus der Baustelle raus. So. Lass mal ein bisschen Turbogang. So. Kipp uns mal was hin. Zack, da kippt er wieder. Jetzt kommt gleich der nächste rein und er kippt auch wieder. Und die Bagger, die wurden auch da hinten hingebeamt. Das ist ja in Ordnung, aber eigentlich, wenn die sehen, auf der Seite ist die Einfahrt, da kam wieder einer, dann können sie doch auch auf der Seite anfangen. Ich stelle mir das jetzt nicht so schwer vor. Ich weiß nicht, was das Ausschlaggebende ist, ob sie von da nach da oder von da nach da buddeln. Aber jetzt hauen die hier den Kies ran. Und wir saugen den Sprit rüber. Und wir bauen trotzdem gleich unser Rathaus, wenn es tut. Da habe ich so viel Turbo gegeben. Liebes Rathaus, wie ist dein Fußweg jetzt? Also, nee, da sind wir falsch hier. Da ist immer noch kein Hä? Wieso denn? Ich habe jetzt ein paar Mal dazu geordnet, dass da Personal hinkommen soll. Was passiert denn hier? Da steht's. Wir haben den Bus schon gesehen. Also, hä? Das verschwindet einfach wieder. Junge, was ist denn los mit dir? Warum willst du das nicht? Warum baust du mir keinen Weg? Ö.
Spannende Frage. Das habe ich bisher so noch nie gesehen. Das Baubüro schmeißt sich selber raus. Da steht jetzt auch keiner zum Reparieren irgendwie da. Zack, ist es weg, ich habe nichts zu tun. Du weißt doch, wo deine Arbeiterchen herkommen. Ich analysiere das mal. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr da wart. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich was im Spiel gesehen habe, wo ich jetzt denke, so, boah, irgendwas ist da falsch drin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.